Heute werde ich euch mal zeigen, wie man selber schnell und einfach gefrostete Windlichter und Flaschen gestalten kann. Und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. An Material braucht ihr Serviettenkleber, einen Pinsel, Papier als Unterlage, in meinem Fall ist das jetzt einfach Backpapier, Schneepulver, ja, und natürlich nicht zu vergessen eure Gläser und Flaschen, die ihr nachher gestalten möchtet. So, dann mache ich jetzt hier mal den Serviettenkleber mal auf. Wenn er jetzt mal aufgehen würde, ja doch, ich habe jetzt Glück. Ich habe jetzt gedacht, der wäre hier irgendwie festgebacken, aber ist er jetzt nicht. So, Schneepulver habe ich schon bereits geöffnet gehabt für andere Projekte. Und jetzt nehme ich hier mal mein Glas, drehe mir das mal so rum und streiche das mit dem Serviettenkleber mal ein. Es bleibt jetzt jedem selbst überlassen, ob er hier am Rand was freilassen möchte oder halt nicht. Ich werde aber ein bisschen was freilassen aus dem einfachen Grund, dann kann ich es gleich besser handeln. Und dann überall halt einpinseln, wo ihr nachher das Schneepulver drauf haben möchtet. Das hat man hier auch wirklich ganz schnell und einfach nachher erledigt. Dauert jetzt hier nicht irgendwie, ja, ich sag mal super lange, wie andere Deko-Sachen, die ich auch mal gerne erstelle. Ich mache das jetzt hier einfach mal, ich sag mal so frei Schnauze. So. Okay, den legen wir mal dahin. Schneepulver ist am Start und das wird jetzt damit bestreut werden. Deswegen habe ich jetzt auch das Papier als Unterlage, damit ich jetzt das, was jetzt hier ja, auf das Papier drauf rieselt, nachher wieder einsammeln kann. Das wäre ja sonst Quatsch, das einfach zu entsorgen. Kann man dann wieder vorsichtig in die Tüte einfüllen. So, mal eben schauen. Und der Serviettenkleber, der wird nachher auch durchsichtig werden. Ne? Den seht ihr später überhaupt nicht mehr. Ich schucke das hier mal eben ab. Überschüssiges Material. Ja, und das mache ich jetzt genauso mit der Flasche und auch mit diesem Glas hier. Einfach damit Serviettenkleber bepinseln und dann Schneepulver ganz entspannt draufstreuen. So, hier war irgendwie Dreck an meinem Glas. Die Gläser lasse ich jetzt eine gute Stunde trocknen und dann werde ich allerdings auch noch weiter dekorieren. Der Serviettenkleber ist mittlerweile getrocknet, ja, und nun arbeite ich an meiner Flasche eine Lichterkette ein. Und das ist jetzt extra eine Lichterkette für Flaschen, die hat nämlich als Batteriefach hier oben einen Korken. Ich denke, das wird nachher ganz cool aussehen, wobei der friemeligste Teil ist jetzt auch letzten Endes diese Lichterkette in die Flasche auch gescheit hineinzubekommen. Aber ich glaube, das sieht nachher auch richtig cool aus. Ich hatte auch die Lichterkette zuvor mal getestet und zum Glück geht sie auch. Noch mehr werde ich jetzt an meiner Flasche nicht dekorieren und dann komme ich jetzt auch mal direkt zur zweiten Deko-Idee. Dafür benötigt ihr ein Tablett. Das hat jetzt in meinem Fall eine Länge von in etwa, sagen wir mal, 45 cm. Die Breite beträgt ca. 13 cm und die Höhe so in etwa, ja, 1,5 cm. Und ich habe ja jetzt hier auf meinem Arbeitstisch oder vielmehr auf dem Backpapier noch mein restliches Schneepulver liegen. Ihr könnt jetzt mal eben beiseite. Das streue ich mir jetzt hier einfach mal auf mein Tablett drauf. Aber ich sag mal eher so grob, ne? Den Rest können wir aber jetzt auch noch nehmen. Wenn schon, denn schon. Deswegen auch das Papier als Unterlage. Dann verschwendet man halt letzten Endes nichts. Verteile das hier mal eben so mit den Fingern. Platziere mal meine beiden Gläser. Mal eben schauen. Mit dem Abstand. Ich will es nämlich so relativ gleichmäßig haben. Oder ich sage es mal anders. So gleichmäßig, wie es irgendwie geht. Ich mache jetzt auch schon mal die Teelichter an. Das sieht auch richtig cool aus. Ja. Zack. Wo ist der zweite? Da. Ja, und wer es jetzt minimalistisch leiden mag, der lässt das jetzt einfach so, wie es ist. Man kann sich jetzt auch darüber noch Gedanken machen, ob man das für Silvester fertig machen möchte. Ich persönlich mache es aber jetzt, sagen wir mal, ja, etwas neutraler, halt winterlicher. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde noch diese Casorina Pots Whitewashed verteilen. Das sind so exotische Zapfen. Und dann habe ich aber noch ein paar Sachen, oder nicht ein paar Sachen. Ich habe hier noch drei solcher Dekovögel. Die sitzt hier auf so einer, ich komme hier auf eine Himbeere, so.
Dann haben wir hier noch eine, die sitzt auf so einer Art Nuss. Und dann haben wir hier noch eine, die sitzt auf so einem Zapfen. Und mehr werde ich dann an diesem Tablett auch nicht machen. Ja, die größte kann jetzt mal hier hin. Ich lasse die drei Vögel auch alle in verschiedene Richtungen gucken. Und wie gesagt, ne, ich hatte da jetzt auch noch drüber nachgedacht, das vielleicht so silvestermäßig zu machen. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, dass das halt letzten Endes neutraler sein soll und auch darf. Und ja. Alternativ zu diesen exotischen Zapfen könnt ihr im Übrigen auch einfach Lärchenzapfen zum Beispiel verwenden oder halt andere Zapfen, die ihr zur Verfügung haben solltet. Ja, und noch mehr werde ich jetzt an dem Tablett auch nicht dekorieren. Das ist jetzt auch soweit fertig. Wenn im Laufe der Zeit mein Tablett mal abdekoriert werden wird, dann werde ich auch das Schneepulver einfach mal beiseite legen und heb das für das nächste Jahr auf. Ja, und die ganzen benötigten Materialien findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!